Hallo und vielen Dank, dass Sie sich für Erwärmung in Schalt- und Steuerschränken für elektrische Maschinen interessieren. Schaltschränke und Steuerschränke für Maschinen sollen sicher und zuverlässig für den Dauerbetrieb einer Maschine unter Volllastbedingungen dimensioniert sein. Die Risiken durch eine schädliche Gefährdung von Personen, Haustieren oder des Bedienpersonals ausschließen. Schäden bzw. Ausfall von elektrischen Betriebsmitteln innerhalb der Maschine oder des Steuerschrankes sind zu vermeiden. Unzulässige Erwärmung von Geräten und elektrischen Betriebsmitteln führt zu einer unerwünschten Alterung und möglicherweise vorzeitigem Ausfall. Identifizieren Sie diese Risiken zur Vermeidung von Schäden bereits in der Planungsphase. Die Nutzung von sicheren Produkten sind eine grundlegende Produktanforderung in vielen nationalen und internationalen Märkten. Viele Länder und Institutionen fordern im Rahmen ihrer lokalen Gesetzgebung oder mittels diverser Gütesiegel die Einhaltung der Produktsicherheit für Niederspannungsschaltgeräte. Es gilt, mögliche Schäden und Risiken aus der Produkthaftung oder mögliche Personenschäden durch elektrischen Schlag oder Verbrennung infolge von unzulässiger Erwärmung auszuschließen. Beispielsweise sind in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft die Anforderungen aus den europäischen Richtlinien, wie zum Beispiel der Maschinenrichtlinie oder der Niederspannungsrichtlinie, sowie landesspezifische Produktsicherheitsverordnungen zu erfüllen. Niederspannungsschaltgeräte sind üblich unter der Niederspannungsrichtlinie gelistet. Maschinen, aber auch einzelne Sicherheitsbauteile fallen produktspezifisch unter die Maschinenrichtlinie. Der Steuerschrank einer Maschine kann in Bezug auf die Produktsicherheit der europäischen Richtlinien sowohl unter der Maschinenrichtlinie als auch unter die Niederspannungsrichtlinie fallen. Die Anforderungen an das elektrische Equipment aus Sicht der Investoren und Betreiber, wie kompaktes und platzsparendes Design, hohe Verfügbarkeit, geringe Investitionskosten, geringe Personen- und Anlagengefährdung und deren Folgen wie hohe Packungsdichte, hohe Schutzart, Einsatz zuverlässiger getesteter Produkte sind nur einige Beispiele, die der Elektrokonstrukteur sicher und effizient umsetzen muss. Nur durch professionelles Engineering und den Einsatz innovativer Engineering-Tools kann der Elektrokonstrukteur die Konsequenzen für den Schaltschrank und Steuerungsbau sicher umsetzen. Die Kombination aus Applikationswissen, technischer Erfahrung sowie professionellen Umgang mit den relevanten Normen und innovativen Engineering-Tools ermöglicht dem Konstrukteur die Umsetzung der individuellen Sicherheitsaspekte. Zusätzlich zu den technischen Anforderungen nehmen wirtschaftliche Aspekte wie Kostenoptimierung, Umweltbewusstsein einen immer größer werdenden Stellenwert im Engineering ein. Mit dem kostenlosen Erwärmungsberechnungstool Simaris Therm kombinieren Sie effizient die applikationsspezifischen Anforderungen für den Maschinen- und Schaltschrankbau. Simaris Therm unterstützt Ihre branchenspezifischen Herausforderungen aus industriellen und infrastrukturellen Anforderungen. Sie als Elektrokonstrukteur können Ihre Anforderungen in Bezug auf Aufstellung, Umgebungstemperatur, Aufstellungshöhe, Schutzart, Belüftung etc. individuell im Tool eingeben. Die Berechnungsmethode von Simaris Therm unterstützt neben der vereinfachten Erwärmungsberechnung auch das erweiterte Berechnungsverfahren gemäß der EN-IEC 61439 für Niederspannungsschaltgerätekombinationen. Simaris Therm unterstützt Sie effektiv bei der Planung und Projektierung Ihrer Schaltgerätekombination. Mit Simaris Therm können Sie komfortabel vordefinierte oder individuelle Schaltschrankgehäuse und elektrische Betriebsmittel auswählen. Das bedienfreundliche Benutzerinterface ermöglicht Ihnen einen effizienten, zeitsparenden Import Ihrer Gerätestückliste als CSV oder Excel-Datei. Anhand der bereits hinterlegten Verlustleistungsdaten der typisch verlustleistungsrelevanten Siemens-Betriebsmittel berechnet das Tool zuverlässig auf Basis der voreingestellten technischen Rahmenbedingungen die zu erwartende Verlustleistung im Schrank. Simaris Therm schlägt Ihnen unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen
Gerätespezifische Verlustleistung, Gleichzeitigkeitsfaktor, Strombelastung und Einbauhöhe. Passende Kühl- und Heizgeräte für den Einsatz im Schaltschrank vor. Das Berechnungsergebnis können Sie individuell für Ihren Bauartnachweis der Erwärmungsgrenzen nach der EN IEC 61439 Teil 1 nutzen. Für weitere Informationen und Tipps für Ihren optimalen Schaltschrankbau besuchen Sie uns bitte auf unserer Internetseite Integrated Control Panels unter siemens.de/Schaltschrank. Wenn Sie schaltschrankspezifische Beratung brauchen, schicken Sie uns eine Anfrage direkt über den Kontaktbutton auf der Internetseite. Mehr Tipps und Infos zum effizienten Steuerschrank-Engineering finden Sie in unseren aktuellen und kommenden Tutorials. Bis zum nächsten Mal. Siemens. Ingenuity for life.